So, ich komme gerade vom Kindergarten zurück. Da habe ich die zwei Jungs abholen wollen. Es war niemand da. Ich habe sie abgeholt, bin raus aus dem Kindergarten mit ihnen. Die wollten mit zu mir. Dann stand die Mutter draußen am Kindergartentor, den Zaun, und hat mir die Taschen von den Jungs entreißen wollen. Die habe ich festgehalten. Dann hat sie die Jungs nehmen wollen. Also einen hat sie dann auf den Arm genommen und hat den anderen an der Hand genommen und hat sie weggerissen von mir. Und dann habe ich den anderen, den sie an der Hand hatte, habe ich dann gefragt, ob er mit mir mit will. Dann hat er versucht, sich bei der Mutter loszureißen, ist zu mir. Dann habe ich den gehoben, dann hat die Mutter versucht, mir den zu entreißen. Und dann hat sie Hilfe geschrien, die Mutter. Dann kam eine andere Mutter und hat gedacht, sie müsse der Mutter helfen. Und hat dann mich festgehalten, die Mutter unserer Kinder selber hat mich festgehalten. Und dann kam die jüngere Tochter, die sitzt jetzt bei mir im Auto hinten drin. Und weil die Mutter ja nur zwei Hände hat, konnte sie nur die Zwillinge festhalten. Und die jüngste Tochter ist jetzt freiwillig mit mir mitgegangen, weil sie es ja auch will, wegen dem Wechselmodell. Und die sitzt jetzt verstört hinten im Auto, weil sie gesehen hat, wie die Mutter mich festgehalten hat und eine andere Mutter auch. Und die Zwillinge gegen ihren Willen zur Mutter geschleift hat, also die Mutter, und die andere Mutter hat ihr geholfen. Und die jüngste Tochter sitzt, wie gesagt, jetzt bei mir im Auto und hat jetzt Angst, dass sie die Zwillinge nicht mehr sieht, weil sie gesehen hat, wie die Mutter, die eben mich festgehalten hat und die dann mitgenommen hat, die Zwillinge, obwohl eben alle vier Kinder gesagt haben, sie wollen halbe halbe bei den Eltern leben. Es gibt ja den Brief auf freifarm.de, da ist alles dokumentiert. Und jetzt schauen wir mal. Gut, meine jüngste Tochter geht es gar nicht gut. Die weint still und leise vor sich hin, hinten im Auto. Jetzt schauen wir mal, ob die Älteste kommt nach dem Mittagessen. Die Mutter hat vorhin angedroht, sie ruft die Polizei. Kann also gut sein, dass die Polizei die älteste Tochter an der Schule abholt, an dem ersten Schultag. Ich rechne auch damit, dass die Polizei jetzt dann zu mir kommt und versucht, die jüngste Tochter mitzunehmen. Schauen wir mal.